So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario. Und ja, wundert euch nicht, falls meine Sets jetzt ein bisschen anders sind. Ich musste den Endboss nochmal machen, weil mein Programm, also mein Aufnahmeprogramm, abgestürzt war im nächsten Part. Und dann musste ich halt nochmal zurückspielen bis zu diesem Punkt. Ging, musste nur schnell Endboss machen. Egal, auf jeden Fall, willkommen zurück. Und ja, wir sollen die Welt retten, machen wir natürlich auch. Und sie hatten 1500 Jahre gewartet, um Mario Nachricht zu überbringen. Immer noch eine sehr lange Zeit. Mario war nach dem Erhalt des zweiten reinen Herzens guter Dinge. Aber es galt, noch weitere 6 reine Herzen zu erlangen. Tippi gab den Weg vor. Ich denke, wir sollten nach Flipstadt zurückkehren. Die Bürde aller Welten lastete schwer auf den Schultern unseres Helden. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, jetzt bitte. Zum Glück habe ich es damals nicht getan, weil ich gemerkt habe, oh, mein Programm spackt. Sonst, ja, wäre es nicht so cool gewesen. Aber hey, Glück muss man haben. Scheint, als hätte der Held dir eine Frachtprügel verpasst, oder? Vergib mir, Graf. Das habe ich wohl ziemlich versemmelt. Wir sollten ihn also nicht unterschätzen. Nastasia, lies den Text. Die Prophezeiung wird uns sagen, wohin der Held zieht. Wir werden ihm eine Falle stellen. Knickete knack. Ja, ich habe Mimi bereits an den richtigen Ort entsandt. Das sagt Kraft Knittwitz zu. Exzellente Arbeit, Nastasia. Ich habe Mimi die nötigen Kräfte gewährt, um den Helden auszuradieren. Er wird gegen sie keine Chance haben. Graf Knickwitz bricht nun auf. Ich will eine Erfolgungsmeldung. Knickete knack. Mit dem Buch. Ich werde direkt ein Memo verfassen. Aber da gibt es noch etwas Wichtiges. Hör mir einen Moment zu, O'Clock. Ein paar der Schergen von Bowser leisten also immer noch Widerstand. Dann muss ich wohl los und sie umstimmen. Du bleibst bitte hier. Bleib einfach da sitzen und denke über deine letzte Mission nach, okay? Oh Gott, ich hab solche Arme. Das wird gefährlich. Och, Menno. Der Amoglock. Ja, hätte er uns mal nicht herausgefordert. Wo bin ich? Wieso wache ich hier auf? Sekunde! Hat dieser Graf nicht versucht, mich zu verheiraten? Mit Bowser? Und dann war da Luigi, er... Luigi! Bowser? Ist jemand hier? Scheinbar nicht. Es scheint, dass ihr der einzig verbliebene Gast der Hochzeitsfeier seid. Endlich aufgewacht, Prinzessin! Oh, ihr seid es. Seid ihr in Ordnung? Ja, wir sind okay. Aber das war schon eine verrückte Hochzeit. Wir können nicht mal den Bräutigam finden. Ihr erinnert euch? Bowser? Oh, und dieser Typ mit dem Bart. Hat er nicht einen grünen Anzug an? Ja, Luigi! Das ist der Typ. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Leider hatte die Assistentin von diesem Knickewitz die meisten von uns Lakaien einer Gehirnwäsche unterzogen. Die sind fast alle komplett durchgedreht. Hier ist es in jedem Fall nicht mehr sicher. Wir müssen hier raus. Möglichst jetzt! Soldat Cooper wird als Eskorte fungieren, okay? Versucht zu entkommen. Und was wirst du tun? Was ich machen werde, das kann ich euch verraten. Ich helfe meinen Männern. Bowser würde mich in einen Haufen Asche verwandeln, wenn ich mich aus dem Staub machen würde. Kein Cooper wird im Stich gelassen. Viel Glück, Prinzessin. Viva Bowser! Leb wohl. Leb wohl. Okay, Prinzessin. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Los geht's. Natürlich schalte ich mich erstmal um und wir können nicht mehr drehen. Dafür können wir mit Peach durch die Gegend schweben. Sonst können wir leider nichts machen. Das heißt, wir gehen hier durch. Und ist das nicht ein schönes Schloss? Diese wundervollen Farben. Du da, gib auf! Du hast keine Chance zu entkommen! Lang lebe der Graf, widersetz dich nicht. Und er wirft dich seinem Gesetz, du wirst es lieben. Ungehorsam, Schulze! Ich bin ein Leutnant! Auf den Boden und 20 Liegestütze!
Weißt du was? Deine Befehle zählen hier gar nichts. Oh oh, da ist ein Astasia. Siehst du, sie haben dem Grafen bereits ewige Loyalität geschworen. Und jetzt bist du an der Reihe. 10 Uhr, Hirnwäsche. Passt dir das? Ihr habt euch mit dem falschen Koopa angelegt. Ich diene nur Bowser. Du kannst diesen Grafen sagen. Wow. Viva Knickewels. Das gefällt mir schon besser. Das siehst du es doch auch so, oder? Hör zu, es gibt da immer noch Lakaien, die keine Loyalität geschworen haben. Sei ein gutes Hündchen und treib sie für mich zusammen, okay? Danke. Jawohl. Okay, Gehirnwäsche. Die ganze Sache entwickelt sich gar nicht gut. Selbst der Leutnant ist gebrochen. Wenn die uns finden, ist alles aus. Wir müssen weg. Und das ist ein bisschen hurtig. Okay. Durch die Tür könnten wir... Und die Tür ist abgeschlossen. Es ist verschlossen. Na gut. Schön mit den Stöckelschuhen hier ganz leise durch die Gegend trappeln. Weil dieses Klacken auf dem schwarzen Marmor scheinbar. Siehst du, Game? Kommst du, oder? Ich möchte euch nicht erschrecken, aber mir ist selbst nicht ganz wohl. Na gut, dann gehe ich mal weiter. Schöne Treppe runter. Hui, 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 hui. Und da ist eine Tür. Hui, hui, hui. Und hier ist eine Tür. Gehen wir mal in die erste Tür. Hupf. Hupf, hupf. Hupf, hupf. So. Durch die Tür durch. Mal schauen, was hier ist. Scheinbar sind wir hier am Ende. Nein! Nein! Sackgasse! Verdammt! Hier zu bleiben würde uns nicht helfen. Wir sollten lieber weitersuchen. Oh. Umkehren eher nicht. Das ist eine Sackgasse für euch. Oh nein. Wer zum Kuckuck seid ihr? Bringt euch in Sicherheit, Prinzessin. Ich weiß nicht. Ich weiß, mit solchen Gewindeln umzugehen. Lang lebe der Graf. Ihr seid ein Glückskind, Prinzessin, diese Hochzeitsexplosion zu überstehen. Aber hier ist Endstation. Euer Glück hat euch verlassen. Es wird Zeit, sich uns anzuschließen. Komm und dient dem Grafen. Niemals! Na gut, dann muss ich wohl doch meine, Hypnotekräfte einsetzen. Einfach ganz ruhig bleiben, okay? Ich muss nur schnell die Gehirnwäsche durchführen. Was zum... Das stand so nicht auf dem Plan. Wo ist sie nur hin? Naja, das wirft uns nicht, wirklich aus der Bahn. Die Prophezeiung wird sich auch so erfüllen. Dafür brauchen wir sie nicht. Und wohin sie rennt, ist auch nicht wichtig, da alle die Welten zerstört werden. Wow, wenn man nirgendwohin fliehen kann, weil alle Welten zerstört werden. Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Es war warm und friedlich. Ah, oh, endlich wach? Wo bin ich? Lebt hier ein Mensch? Knicke die Knick. Zappel nicht so rum. Ich habe dich am Fuß der Klippen gefunden. Du bist ein Mensch, oder? Ich gehöre zum Clan der Dunkelheit an. Das weißt du? Das macht keinen Unterschied. Ich lasse niemanden einfach so liegen. An diesem Tag haben sich unsere Pfade gekreuzt. An diesem Tag begann auch unsere Tragödie. Das ist ja... Doch, wessen Tragödie? Finde reine Herzen, damit du in bestimmte Bereiche in den Kapitel springen kannst. Zuerst sollten wir zu Merlon. Okay, auf. Zu Merlon. Und haben wir schon gesehen, unten ist ein Haus gewesen, was sehr auffällig war. Und das ist sogar Merlons Haus. So. Ihr seid schon wieder hier.
Ihr seid schon wieder hier. Ich kann an euren Gesichtern sehen, dass ihr erfolgreich wart. Gehen wir in mein Haus. Dort könnt ihr mir berichten. Bitte kommt herein. Gut, dass du uns auch nochmal zeigst, dass du in dem Haus wohnst. Ich wusste schon. Von daher... Und da ist sogar das lichte Prognostikon. Nun, werte Freunde, habt ihr ein reines Herz gefunden? Jo. Hier ist es. Ist das nicht schön? Oh, welch Glanz. Dies ist fürwahr ein Teil des reinsten Herzens. Ja, wir haben Melomina getroffen. Sie hat uns es uns gegeben. Was? Lady Melomina? Sie ist eine meiner Vorfahren. Melomina und ihr... Und die ihr folgten errichteten diese Stadt. Ihretwegen sind wir hier. Meister Merlon! Schlimme Neuigkeiten! Was ist los? Ruhige dich erst einmal. Also... Also, da ist ein Mädchen vom Himmel gefallen. Okay. Wie? Ein Mädchen vom Himmel gefallen? Was ist alle Welt Namen? Keine Ahnung. Ich... Bitte nehmt den Aufzug und seht sie euch an. So soll es geschehen. Und du, Mario, kommst mit. Vielleicht wird deine Hilfe benötigt. Okay. Dann erstmal das Licht des Prognostikons anschauen. Oh, heiliges... Oh, ich stehe drauf. Heiliges Licht des Prognostikons. Aber wir dürfen es nicht mitnehmen. Na gut. Dann folgen wir mal. Schnell, 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 schnell. Los, los, los. Okay, ich komme ja schon. Ich beeile mich ja schon. Dupi, dupi, dup. So, und den Aufzug nach oben. Zu der ersten Säule. Ja, ich schaue mir so den Turm an und auf einmal kommt sie gefallen. Sie kommt mir nicht im geringsten bekannt vor. Wer könnte das sein? Oh! Was ist los? Oh! Oh! Prinzessin Peach? Das ist also die Prinzessin, die Graf Knickfitz entführt hat? Yeah! Yeah! Die Arme scheint so einiges hinter sich zu haben. Sie ist bewusstlos. Und sie zittert wie Espenlaub. Woran könnte das liegen? Oho, ich weiß es. Mario, du musst zu Safrani gehen. Safrania gehen. Der Köchin auf der ersten Ebene von Flipstadt. Hm? Eine warme Mahlzeit wird das arme Mädchen sicher wieder auf die Beine bringen. Und wenn sie wieder munter ist, können wir die Prinzessin fragen, was passiert ist. Also los, geh zu Safrania, der Köchin auf der ersten Ebene. Okay, dann wieder auf runter. Hui, hui, hui. Ups, schon dran vorbeigehüpft. Vor lauter Hüpfen. So. Und jetzt die Küche auf der ersten Ebene. Das heißt, wir müssen noch eine runter, wenn wir jetzt auf Ebene 2 sind. Das heißt, es muss noch einen Aufzug nach unten geben. Jo, gibt's auch. Dann auf nach unten in die erste Ebene. Ach, gut. Erstmal wieder richtig hinsetzen. Das tut ja richtig weh hier, wenn man so die ganze Zeit unbequem sitzt. So, und hier muss jetzt eine Köchin sein. Aber wir reden erstmal mit dem alten Mann. Oh, hallo, liebste Gisella. Ist das Essen fertig? Was? Du bist nicht Gisella? Bist du Urgroßmutter? Nein, Herr. Aber ich schau mal ins Haus rein. Da ist eine Dame. Kennst du meinen Walter? Der Arme, seine Augen sind nicht mehr die besten. Er kann Leute nicht mehr gut unterscheiden und schreit herum, wenn er Hunger hat. Aber ich muss zugeben, wenn er wütend wird, ist er ein toller Mann, ist er ein tolles Mannsbild. Okay, fragen wir nicht wieder weiter nach. Wir laufen weiter und sprechen mit dem Herrn. Hey, Junge, Junge, ein Kumpel hat mir gerade was erzählt, das glaubst du nicht. Ich habe ihm zwar geschworen, nichts zu verraten, aber du siehst vertrauenswürdig aus. Natürlich, ein Mann mit einem fetten Schnauzer sieht sehr vertrauenswürdig aus. Also, halt dich fest. Mit Pilzen kannst du deine KP heilen. Kapiert? Hast du es gehört? Unglaublich, was? Das solltest du dir merken.
Oh ja, das ist sehr, sehr cool. Was mit dem Aufzug? Aufzug wird repariert. Nicht einsteigen. Flipstadtwerke. No. Da rutsche ich erstmal durch die Gegend. Da ist die Küche, aber da schon mal gleich rein. Jetzt sag bloß nicht, dass du noch nie Safranias Dessert versucht hast. Die sind so gut, das glaubst du nicht. Wer die nicht versucht, ist verrückt. Okay. Oh, crack in the band. Hast du einen Moment? Gut, vielleicht auch zwei Momente. Ich muss dir von meinem Freund erzählen. Er ist toll. Er mag meinen Gesang. Ich liebe ihn. Wir sind so glücklich. Okay. Egal, schauen wir noch in das Haus rein. Oh, wow. Oh, ja. Da ist ein Künstler. Oh, dieser Stil. Ist sie das, was die Leute ihn nennen? Chef formidable. Ich werde ihn für meine nächste Kreation verwenden. Oh, oui. Ich brauche noch mehr Ideen. Für die perfekte Bild. Okay. Papa lässt sich leicht von den neuen Trend beeinflussen. Man hat gesagt, ihm fehlt eine Vision. Aber wo ist die Problem? Okay. Verständlich. Wenn die dritte Dimensionsvision fehlt und er nur zweidimensional denken und sehen kann. Na gut. Aber wir können erstmal nichts weitermachen, außer hier in den Laden reingehen. Und da ist sie auch schon. Die nette Dame, und was ist hier hinten? Ein großer DS. Datenerweiterung wird erwartet. Okay, egal. Willkommen in der süßen Verführung. Mein Essen wird ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern, Herzchen. Was? Eine Freundin von dir ist kalt, bewusstlos, auch noch? Oh je. Das klingt, als bräuchte ich eine Portion Pfeffersuppe, Herzchen. Ich brauche nur einen Feuerstoß, dann mache ich ihr ein heißes Süppchen. In manchen Läden kannst du einen Feuerstoß kaufen, also sieh dich mal um. Bring mir einen Feuerstoß und ich mache dir ein süßes Pfeffersuppchen. Oh, sieht ganz so aus, als hättest du schon einen Feuerstoß. Du bist ganz schön auf Zack. Gib mir den Feuerstoß und ich bereite dir die Suppe zu. Oh, mein Feuerstoß. Na gut, gib mal ihr. Ich sollte also eine Speise bereiten mit Feuerstoß? Ja. Eine Pfeffersuppe kommt sofort, Herzchen. Da. La. Und das Herz. Muss natürlich dazu. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie genau richtig, Herzchen. Du hältst Pfeffersuppe. Yay. Das wird deine Freundin auf die Beine und zum nächsten Wasserhahn bringen. Oh, okay. Bring sie ihr so schnell du kannst, Herzchen. Okay, dann spurten wir wieder hoch. Und bringen ihr... Haben wir mit dem Kleinen geredet? Hey, du weißt schon, was Fangkarten sind, oder? Die sind gerade voll in. Du kennst sie nicht? Mach dich mal schlau. Übrigens soll es hier einen Kartenladen geben. Hast du ihn gefunden? Nö, noch nicht. Aber hey, den werden wir noch finden. Keine Sorge. Oder war der oben? Muss ich gleich mal schauen. Hier links ist ja der Itemshop. Hier ist Merlon. Hier gehen wir mal durch. Hier ist der Schlafendings. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, man konnte sich wieder vollfüllen da. Und das... Hey, glaubst du an Wahrsag? Wenn nicht, solltest du es trotzdem einmal ausprobieren. Meine Mutter meint, es hilft einem, seine Lebensziele wiederzufinden. Okay, dann war das hier die Wahrsagerin, nicht der Kartenladen. Dann kommt der Kartenladen später erst. Und wir gehen... Nein, nach oben. Ah, kennen wir doch schon. Also wirklich... Haben wir doch schon gehört. So. Sind wir auch schon oben. Und wir bringen hier mal noch die Suppe. Nom nom nom. Uff. Oho. Es scheint funktioniert zu haben. Ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade etwas sehr Leckeres gegessen. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr von so gutem Essen geträumt. Hi. Oh, Mario. Bist du in Ordnung? Wo sind wir hier? In Flipstadt. Okay. Und wer seid ihr? Ich bin Merlon, meine Liebe.
Dieses Wesen ist ein Pixel. Ihr Name ist Tippi. Kommt mit in mein Haus. Ich wäre dankbar, wenn ihr uns dort mehr erzählen könntet. Yeah! Super Mario. Wortwitz. Dann wachte ich auf und sah Mario und euch und Tippi. Nun, meine Liebe, eure Geschichte ist voll Leid und Not. Oh Mario, was denkst du, ist mit Luigi und Bowser geschehen? Du hast wohl recht, es gibt keine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich hoffe nur, dass sie in Sicherheit sind. Melon, was sollen wir als nächstes tun? Ein reines Herz weiß den Weg zum nächsten. So steht es geschrieben. Es gibt in Flipchart noch weitere Herzsäulen. Findet ihr eine davon, müsst ihr ein reines Herz in die Säulen platzieren. Dann erscheint eine Tür zur nächsten Welt, in der ein reines Herz versteckt ist. Und mein Gefühl sagt mir, dass die nächste Tür euch zu Merle bringen wird. Sophistus und ich ist auch Merle eine Älteste. Ja, es heißt, dass Merle seit langem einen uralten und geheimen Schatz bewacht. Wenn ich mich nicht irre, müsste dieser Schatz das nächste reine Herz sein. Das Lichtprognostikum spricht weiterhin von ihrer magischen Kraft. Also müssen wir die Merle finden, richtig? Oho, wollt ihr etwas mitgehen? Ihr sollt euch schonen, ihr seid noch schwach und es könnte gefährlich werden. Aber ich kann doch nicht hierbleiben und die anderen Welten retten lassen. Außerdem ist die Leere am Himmel meine Schuld. Meine und Bowsers. Also komme ich mit. Punkt. Ich habe mich entschieden. Peach begleitet uns jetzt. Yay, jetzt kannst du nicht nur Mario, sondern auch Peach steuern. Nur nicht gleichzeitig. Wir müssen wohl die nächste Herzsäule finden. Dieses Prinzessin ist dickköpfig. Wie überaus frischend. Hohohoho. Die Jugend von heute. Bitte nehmt dies mit euch. Yay. Öffnet eine Tür irgendwo in der Stadt. Alter Schlüssel. Es gibt in dieser Stadt Geheimnisse, die nicht einmal ich kenne. Dies könnte der Schlüssel zu einem davon sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sucht nach dem Ort, an dem ihr diesen Schlüssel verwenden könnt. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser Ort nicht weit von meinem Haus entfernt ist. Okay. Ich werde weiter im Lichtprognostikum nach Hinweisen suchen. Sicherlich birgt dieses alte Buch noch viele Informationen. Nun, Mario, Prinzessin Peach, versucht alles, um die Pläne des Grafen zu durchkreuzen. Wuhu, machen wir natürlich. Also, Mario, komm, Tippi. Yeah. Und ja, als Prinzessin Peach kann wir den Schirm. Und das wissen wir alles, muss ich nicht, das ist einfach eine Steuerung. Ich kann hier den Schirm, durch gegenfliegen, aber das wissen wir ja schon. Deswegen, ich speichere jetzt und ich hätte gesagt, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Paper Mario. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao.